Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Human Fall Flesh mit der lieben Sirko Mori und Dragomir. Hallo! Hi. Und ich entschuldige mich, dass ich nicht so viel rede, aber ich habe Erkältung. Ja, sie ist erkältet mit Kopfschmerzen, ich habe nur Kopfschmerzen. Ja, ich habe gerade was genommen gegen Kopfschmerzen. Habe ich vorhin tatsächlich auch. Das ist halt bei mir dieses Kackwetter aktuell, das gerade so von Sommer auf Herbst springt. Das ist ganz unangenehm immer. Ich hatte, als wir einkaufen waren, so einen Druck im Kopf gehabt, auf den Ohren gehabt, eher gesagt. Und ich denke mal, das war schon so der Vorreiter für Kopfschmerzen. Ja, den Druck hatte ich heute den ganzen Tag schon wieder. Ich dachte, es ginge endlich weg, weil ich ja gestern auch so Kopfweh hatte. Deswegen gab es gestern auch keinen Livestream. Ja, aber wird es heute auch keinen geben. Und die Kopfschmerzen sind halt immer noch nicht ganz weg. Ich habe jetzt heute Mittag noch eine Tablette genommen zum Mittagessen. Ist ein bisschen besser geworden, aber dieser dumpfe Druck ist leider immer noch da. Ja, ich hatte erst gedacht gehabt, okay, das ist nicht normal. Ich habe Druck auf den Ohren gehabt die ganze Zeit. Hm. Und habe versucht, ihn auszugleichen, aber... Aber ich habe belgische Schokolade gesucht und ich habe keine gefunden. Oh, armes Ding. Ja. Nougat. Nougat. Hat sowas nicht. Und ich habe mir heute mal den Y-Food-Shake geholt, für den Gnu... Für den Gnu in der Werbung macht. In der Werbung, Werbung? Oh, ich bin mit! Den Fudge Brownie. Und wie heißt der? Den Fudge. Weiß ich noch nicht. Den Fudge Brownie. Berichte mal. Den hole ich mir mal für die Arbeit. Den Fudge Brownie. Brownie. Ja, ich sah bei mir... Den hat Kaufland. Okay, habe ich nicht gesehen. Aber ich fahre auch momentan nur beim Kaufland unterwegs, um das Wichtigste zu holen, was wir so brauchen, weißt du? Mhm. Da steht auch, Dots vor die Stirn angeknallt, das hat man voll gehört. Das habe ich da hinten auch gehört. Nee, ich habe das gelesen, dass es den exklusiv bei Kaufland gibt. Irgendwie in der Werbung, für die Gnu ja gerade ist. Und deswegen bin ich extra mal zu Kaufland gefahren, weil ich den Gedanken mal wieder hatte, da mal wieder hinzufahren. Und dann habe ich den da gefunden. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, wo muss ich überhaupt hin? Ich vermute mal da drüben an die Ketten. Auf die Ketten, genau. Ich bin eben drüber hinaus. Hi. Hützer! Die hier? Na toll, ich springe mal vorbei. Die To. Also dieses Stück Pizza ist ein bisschen zu groß für meinen Mund. So ein einmal ein Meter Stück Pizza, weißt du? Ja, so groß jetzt auch so nicht, ein aber bisschen zu groß für meinen Mund. Aber es war schon echt groß. Das gelang wie so ein Schaf, wie so ein Lämmchen. Ich hab Angst! Hi! Lass los! Mich ist fall ich runter. Du doch nicht. Ich hab mich gerade mit meinen Zehen am Rand festgekrallt. Alter! Das muss man auch erstmal können. Au. Schnucki, dreh dich mal richtig rum. Toll, immer wenn ich hinschwinge. Jetzt komm schon. Jetzt spring doch ran. Du Arsch. Okay, das war nicht geplant. Warte, schwing zurück, dann kann ich mich da wieder festhalten. Sehr gut, kann ich, ja? Nee, kann ich nicht. Falschen losgelassen, warte. Moment. Ja, ich glaube, das war... Nee, warte. Ja, ich habe immer Angst, lass die falsche Maustaste los. Nochmal. Oh, nee. Das war nix. Hey, warte. Wir haben zu wenig Schwung, warte. Ja, dann lass mal, hör mal auf, dich festzuhalten. Jetzt hänge ich. Ja, lass los, ich hänge jetzt hier schon. Okay. Kann ich nicht mehr ändern jetzt. Jetzt hab ich's. Juhu. Ach, ich lass mich fallen, das ist mir so anstrengend. Oh Gott. Tschüss. Oh, ich hab gespeichert. Guck mal. Ich bin richtig. Was denn du?
Sehe ich nicht mal. Auf diesen Plattformen. Ja. Na toll! Ja. Ja, ich bin da drüber rausgefallen und bin ganz knapp an diesen Plattformen dran vorbeigefallen. Da hat es leider gespeichert. Das war nicht meine Absicht. Jetzt gerade. Oh Mann. Oh Gott. Ich wollte es allein schaffen. Ich kann gerne das Level nochmal neu starten. Nein, jetzt ist es egal. Hier sind gerade so dezente Raft-Flashbacks. Mhm. Und zwar auch geräuschmäßig. Was für ein Mobbing? Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Möglich. Weil du bist nicht da, wo wir sind. Ich bin da, wo ich bin. Ja, du stehst da, wo du bist. Da hast du recht. Kannst du mir hochhelfen? Oh, da unten, da oben sind Kisten. Ach, guck mal, ich hab dich gesehen. Nein. Ach doch, Gott sei Dank. So, und jetzt da lang. Ich will dahin, da. Oh. Ich höre so ein erleichtertes Seufzen. Oh. Scheiße, ernsthaft? Du bist ja verarschen, oder? Ja, oben sind Kisten, die werden wir für irgendwas wahrscheinlich brauchen. Ich sehe auch, glaube ich, schon für was. Hui. Guten Tag. Ich warte mal auf euch. Ha! Einmal daneben. Murp, murp. Ich glaube, wir müssen darüber. Guck mal. Da. Ich mach mal mein Handy gerade lautlos. So. Laut und los. Da. Mit dem Schornstein da hinten, oder was? Ich glaube es, weil ich sehe keine andere Möglichkeit, wo man sonst lang kann, außer die Ketten da hoch. Eventuell sozusagen auf die zweite Kette, von der zweiten Kette hinten zu dem Schornstein, da kannst du auch oben. So schon mal nicht. Also über die Ketten dahinter, oder was? Ja. Was ist da hinten? Und dass du jetzt sozusagen einmal irgendwie hier rüber nach vorne läufst, über die hier. Ich habe diese Steuerung nicht vermisst. Mit so einer Vermutung von mir jetzt. Ha! Und tschüss. Mhm. Ach, Mist. Ich hasse es. Nee, das kann ich knicken, das wird nix. Das wird nix. Langsam. Nein, 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 nein. Och, ich hasse es. Ach, Schande. Über dich und Schande über deine Kuh. Hoch da jetzt. Ich sehe da nur diesen schwarzen Knubbel da an der Seite runterfallen. Zorn runterfallen war das jetzt gerade. Ah. Das war nicht so schlau. Das war zu früh. Du sahst gerade aus wie Mario, wenn er sozusagen stirbt. Hallo, nicht meine Haare ziehen, die sind wunderschön. Und wertvoll. Ja. Und sie haben mich viel gekostet. Die waren teuer, ja. Kostet teuer. Yay. Yeah. Ja. Ich habe das Gefühl, man rutscht hier die ganze Zeit so ein bisschen. Mal, ich werde das Level hassen. Ich glaube, das hasst jemand anders in dieses Level. Vorsicht. Sag mal, bist du so doof oder tust du so? Beides. Ah, ich habe gespeichert. Nein, jetzt darf ich nicht mehr runterfallen. Ich schmeiß mich gleich freiwillig runter, ey. Oh,
hast du den Move gesehen, Sira, Alter? Nein, hab ich nicht. Oh, das war aber ein ich Alter. Hab ihn gesehen. Oh, aber das ist ein Move, ey. Den muss ich mir dann angucken. Ja. Und tschüss, ich bin runtergefallen. Jetzt, ja, nein, ich jetzt auch. Autsch. Und ich fall gleich nochmal runter, oder? Nein. War aber knapp. Du schaffst das. Oh, wir landen direkt. Oh, ich bin bei der Hälfte von diesen Ketten gewesen und dann habe ich hier diesen Punkt freigeschaltet damit. Das ist ja 3 Kilometer Entfernung. Wir hatten Mitleid. Wir haben es absichtlich gemacht. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott. Und ja. Oh nein. Er hält sich mal wieder nicht richtig fest. Au, mein Hinekop. Au, ich klemm. Wow. Ich bleib hier mal stehen und guck euch zu. Ich mag nicht mehr. Wow. Dong. Ei. Oh, Schmusen. So, nächste Ketten. So eine Kette heißen, oh, Tower. Oh, ich hasse diese Steuerung. Die ist doch super. Hi. Und whoops. Yeah. Yeah. Ich tippe mal hier drauf. Ja, aber ich glaube, diese Ketten sind ein bisschen einfacher. Da rutschst du zumindest nicht die ganze Zeit hier. Ja, weil die nicht hochgehen. Doch, ein Ticken hochgehen sie, aber sie sind gerade. Sie haben keine Neigung zur Seite. Ich bleib mal hier stehen. Hier kann ich nicht wegrutschen. Nicht, dass ich da drüben hinspringe und nehme den nächsten Speicherpunkt mit. Es sei denn, ihr wollt es. Nein. Nein. Jetzt allein schaffen. Deswegen stehe ich da. Du stehst da, wo du bist. Genau. Ah. Deswegen stehe ich da, wo ich bin. So, ich bleibe jetzt hier so liegen, ne? Ist gerade so bequem. Mhm. Ha, ha, ha. Flupp. Oh. Doch, das müsste noch reichen zum wieder hinstellen. Sieht ein bisschen süß aus. Oh nein! Kommst du hoch? Hilf mir! Hilf mir! Danke. Halt dich mal bitte am Boden fest. Ich weiß nicht, ob du rutschst. Du schaffst es. Du rutschst, Vorsicht. Oh, ja, sehr gut. Yay, Entschuldigung. Und haben. Oh, das war knapp, Alter. Oh Gott. Ich bin nämlich auch nicht richtig gesprungen. Ja. Ich kratze mir übrigens gerade den Rücken. Oh, es juckt so. Oh, hier ist wieder. Hier muss wieder ein Stift rein. Moment. Ein Schattiert? Ach, da hinten ist er schon. Ach, easy. Viel Spaß beim Holen. Hau rein, das schaffst du. Ist doch nicht schwer. Naja, du schaffst das. So, das war's schon. Ich habe schon schwerere Sprungdinger machen müssen. Erinner dich mal an dieses Eis, wo diese ganzen Säulen auch noch hin und her gewackelt sind. Das war ein bisschen schwieriger als das jetzt. Ich glaube, wir müssen 2 holen. Ich glaube auch. Aber ich glaube, das ist ein Aufzug, ne? Ja. Ach, ein Fahrstuhl. Ein Fahrzug. Nee. Aua, mein Gesicht. Du hast mir gerade die Augenbrauen ausgerissen. Ich wollte dir die Augen öffnen. Ja, das hast du wundervoll geschafft. Weißt du, was mich stört? Dass diese Dinger nicht schneller laufen können. Ja. Ich glaube, hier musst du was mit Druck machen. Mit Druck? Warte. Oh. Das geht nur so viel, glaube ich. Ah. Das geht ganz nach unten. Machen wir das nächste. Stopp.
Das ist zu viel. Zu viel? Warte. Nee, warte mal. Das scheint... So? Jetzt ist zu wenig. Zu viel. Zu viel? Ja, ja. Essen wieder raus. Na. Geht nicht anders, ne? Warte mal, ich probier mal hier. Du musst wahrscheinlich einen anderen. Der hier schon mal nicht. Geht der vielleicht nochmal? Dreh nochmal den da. Dreh nochmal den da hinten, den. Nimm mal die beiden wieder raus da hinten. Ist da noch irgendwo ein anderes Rad vielleicht? Den habe ich gerade schon gedreht. Das ist der, der am meisten liebt. Jetzt dreh dich. Ah, du kannst das stückchenweise drehen, ja, oder? Ja, natürlich, ein Stück noch. Natürlich. Na. Jetzt beide. Meine Güte. Dreh bei den da ein Stück, da, den hier. Den ein Stück. Ja. So, jetzt drehst du Richtung. Den mal. Drehst du den hier? Ja! Super. Deliverst du uns jetzt ein Röhr? Ein Röhr? Jawohl! Juhu! Mal gucken, ob du wieder auf Anhieb triffst oder ob du wieder brauchst. Ah, ey! Mal das Ding über den Händenkasten geschlaure hier. Nicht Knöpfchen drücken dann. Knöpfchens! Die mit dem Ding so mit erhobener Hand so durch die Gegend läuft. Ja. Fisch? Ja. Yeah. Dance Moves. Jui, 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 jui. Hey. Hey. Ups. Spuischen. Ich glaube, das wird das große Ende hier. Du sollst einfach nur ein Knöpfchen drücken. Ich bleib stehen. Hey. Ich glaube, das große Ende ist es noch nicht. Da unten sehe ich noch Boden. Mhm. Alle freiwillig springen. Oh, ich melde erstmal die Lava. Wir brauchen zwei von diesen Dingern. Dinger. Ja, diese Leuchtdinger. Ja, ich sehe es gerade. Das bewegt sich. Oh, das kann man. Nee, das kann man bestimmt. Das bewegt sich. Au! Einmal Platz. Ah, da oben ist eins. Wie kommt man denn da hin? Kommt denn da hoch? Was? Wo? Da? Da. Ich vermute mal, da wird wieder irgendwo ein Luftdingens aktiv. Könnte ich mal vorstellen. Ist doch schon mal nicht. Hui. Außerdem, wir haben da auch Haken. Dieser hat einen Haken. Ah! Oh Gott! Das dreht sich ja! Ich hänge hier so ein bisschen ab. Oh Gott. Was dreht sich? Das ist so, diese Platte in der Lava hier. Sache mal. Wie soll man denn da bitte hochkommen? Ja, irgendwie kommt man bestimmt hoch. Gott, how? How? Ich
Oh, warte mal. Da ist ja was. Jetzt ruhig da. Vorsicht. Du weißt schon, dass man da auch von hier aus hätte hinkommen können, ne? Von wo? Hier. Ach so, mit dieser Platte da. Ja, müssen. Nee, allgemein. Ja, dann viel Spaß. Nee, das meine ich aber nicht. Wenn du da links neben mir, wo ich eben war, da war die Plattform, die ist bloß umgekippt. Die war eben noch ach so aufrecht. Ich war bloß schuld, dass sie umgekippt ist. Ich war da schon drüben. Ja, gut. Lo, das hast du prima gemacht. Hui. Jetzt ist es wieder andersrum. Yep. Yeah. Oh, bringt mir nichts, wenn ich dumm bin. Nicht dumm, nur unfähig. Danke, das wollte ich hören. Ja, ne? Ja, toll jetzt. Wow. Warte mal, man kann doch bestimmt, das Ding jetzt kann man doch bewegen. Wieso versucht man denn nicht einfach? Na. Jetzt. So. Ende der Geschichte. Ja. Wow. Oh, Herr Gott, sei nur eins, du. Und jetzt? Hier haben wir was zum Hakeln. Oder auch gleich nicht mehr, wenn das so weitergeht. Christina drüben. Du kannst das... Vielleicht kann man das in diese Halterungen da reinhaken und kann das runterreißen. Welche Halterung? Ja, diese Regalhalterungen, wo das Brett drauf liegt da. Diese dünnen Dinger. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht kann man das reinhaken und runterziehen. Warte. Ich habe... Ja, ich nicht. Ich bin weg. Aue. Kannst du mal bitte die Wand loslassen, du Dödel? Yeah. Oh, nix gut. Oh, gerettet. Moment. Oh. Du hast mich. Spring. Warte, ich komme mal zu dir rauf. Ich hab es. Ja, du musst es, glaube ich, weiter unten anfassen. Ja, ich weiß. Jetzt macht's flupp und in die Lava. Schon wieder. Ich habe es weiter unten. Warte. Und jetzt habe ich deine Hand, glaube ich, und du meine. Wir müssen koordinieren hier. Ja, jetzt. Also, ich hänge in der Luft. Jetzt. Oh. Das ist gut. Das nicht. Andersrum. Du schubst mich die ganze Zeit weg. Ich komm gar nicht dran so. Das war gut. Ja. Sieht gut aus. Ja. Lass mal meine Hand los. Jetzt habe ich es besser. Ich glaube, ich müsste. Du musst doch einen höher. Ich müsste einen höher, ja. Warte. Versuch du mal. Warte. Der klemmt gerade am Stein. Lass mal kurz los. Mit beiden Händen, du Luddel. Lass los. Hab ich losgelassen. Ich hab's. Jetzt. Mein Genick! Es ist. Jetzt ist. Warte mal. Die Holzplanke hier blockiert das jetzt. Warte. Zieh's weg. Warte. So. Ah. Wow! Hast du's? Nee. Hilfe. Bin gerade wieder runtergerutscht. Ach, oh, ich hab's hochgeschafft. Mama, bleib doch mal umstehen jetzt hier. Ich stehe mit einem Bein im Grab. So, jetzt habe ich. Das gleiche wie ihr. Problem ist,
Der Stab langt da gar nicht bis dahin. Jetzt. So richtig. Nein. Ups. Nein. Ja, wir hängen, aber nicht da, wo wir hängen sollten. Ja, nicht, das ist nicht da, wo wir brauchen. Jetzt. Wir müssen das noch ein Stückchen runterlassen. Ich hänge in der Luft. Das war ein Stückchen runterfallen, so. Geh mal weg. Ja. Muss das mit beiden Händen nehmen. Och, Jungens. Ja, der hat sich mal wieder am Boden festgehalten, der Dödel. Jetzt nimm doch mal den Stab in die Hand. Anstatt immer diesen behinderten Boden. Lass meinen Stab. Der Junge, ey. Ja! Der eine hängt! Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung, wir werden den zweiten noch brauchen. Wo ist der? Ach, da. Mhm. Warte. Ich komm. Nicht rausflutschen. Ist der länger? Nee. Ich bleib mal so. Mhm. Sag mal, könntest du bitte mit deiner anderen Hand? Ich sehe von links nur diesen Haken ins Bild kommen. Das zeigt dir mal einen richtigen Haken. Oh, ein schöner, langer, gekrümmter Haken. Nein. Na? Ja, ah, nee, also. Nicht verhaken. Wie das aussieht. Tschüss. Oh, du schubst mich weg. Nein. Das ist schwerer, als es aussieht, liebe Freunde. Oh, jetzt. Ich wollte gerade sagen, hallo, ich stehe hier in der Lava und mir geht's gut. Nein. Oh. Da ist der andere draußen. Entschuldigung. Weil sonst kommt man da nicht rein. Ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich so ist, dass man das irgendwie runterreißen muss. Nein. Jetzt. Jetzt geh doch da hoch! Warte. So. Halt! Finger weg! Oh, okay, das habe ich nicht gesehen, sorry. Oh, ich musste schreien. Sag mal. Jungchen. Sag mal. So, jetzt mit Gefühl. Ich gehe da mal weg. Was war das eben? Bin gefasst. Mit ohne Gefühl gefallen. Ich rette den mal. Warte, ich hänge mich mal an den anderen ran, damit er so bleibt. Oh, Entschuldigung. Warte. Oh, jetzt musst du irgendwie, Warte. Ich hänge mal so ab. Okay, das war der falsche Knopf. Steh auf. Yeah. Yeah. Na. Nufta. Nicht den Boden. Nicht mich. Einmal drunter durch, nach Möglichkeit. Meine Nase juckt. Ah. Was tust du denn? Jetzt bin ich durch. Oh, der Haken da hinten fast raus. Oh, oh. Du darfst mich jetzt nicht nochmal anditschen, dann ist er weg. Hab ich den? Da ist die Wand los. Jetzt habe ich ihn. Oh. Oh. Yeah. Du bist zu weit unten. Moment. Vorsicht. Aha, ich habe gesagt Vorsicht. Oh.
Ach komm, das kannst du keinem erzählen hier. Ah Mann! Bleib doch mal mit deinem Fettarsch da oben! Alter, was ist mit dem Ding? Ja, jetzt muss ich leider runter, sonst krieg ich den da nicht hoch. Ah. Ja. Ich habe, glaube ich, Lösung gefunden. Ja, und was? Ihr müsst die Fässer sozusagen daran machen. Da woran? Reinmachen. Ja, und weiter? Dann gehen da auf einmal so Dings los. Woran? Wo rein? Hier zwischen die Dinger. Hä? Ah! Oh mein Gott. Ah, jetzt fall ich wieder runter. Ach, dafür sind die Haken da, oder was, dass man die da reinschubsen kann, oder wie? Ja. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Warum zum Geier denke ich denn immer so kompliziert? Keine Ahnung, aber es ist nicht gerade einfach, das Ding zu halten. Warte. Das Fass muss jetzt sozusagen da rein. Genau mittig, wenn es geht oder so. Und bis an den Rand hinterschieben. Ja, wenn das Ding sich mal richtig verhaken würde und nicht so, wie ich es nicht möchte. Ja, geh mal aus dem Weg da. Husch dich. Oh, wer hat jetzt dieses Ding da hingelegt? Ich, es ist mir aus der Hand geflutscht. Jetzt geh weg. Geh weg. Ja, du musst hier weg. Geh weg, sonst kann ich meine Stange nicht anfassen. Jetzt. Sonst kann ich meine Stange nicht mehr anfassen. Jetzt habe ich Knöpfe gedrückt, jetzt sehe ich dauerhaft euren Namen und ich krieg's nicht mehr weg. Jetzt ist weg. Da musst du schauen, ja, was das für ein Hotkey ist. Warte. Oh, Ewigkeit gerobbt, ist das da nicht drin, war das scheiß Ding da. Weg. Au. So. Ja. Mich am Buckel. Jetzt müsst ihr gleich da in die Lüftung gucken. Oh, da ist jetzt irgendwas aufgegangen. Och, ernsthaft? Wo ist denn das Brett? Da ist das Brett, ich seh's. Entschuldigung. Aus dem Weg! Chines! Ich will auch da rein. Hui! Yay! Yeah. Oh Gott! Haha! Ah, wie geil, ich bin hier ganz oben! Hui! Ich hab hier ein Rad. Guck mal, ich bin hier! Ah, du kannst das drehen! Cool! Ihr könnt euch da unten in das Ding saugen lassen. Ja, so schon mal nicht. Bitte nicht in die Lava fallen. Sehr gut. Oh, ich bin genau richtig. Und schon wieder runtergefallen. Oh Gott. Da reinsaugen, was hast du gesagt? Ja. Okay. Jetzt. Jetzt von hier aus dahin. Indem, dass man oben dieses Rohr dreht, bis man halt in die richtige Richtung fliegt. Ah. Ich weiß aber nicht, wo ich das hindrehen soll. Da ist schon richtig. Nicht so weit, nicht so weit. Ja. Stopp. So. Noch ein bisschen weiter nach rechts. So, ja, das könnte. Nee. Noch ein bisschen ich mehr. Noch gar nicht gedreht. So. Würde ich sagen, oder? Das sieht von hier komisch aus. Aber also versuch mal, man kann ja noch nacharbeiten. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Plump. Jetzt weiß ich zumindest, was du meinst. Bitte, du denkst kompliziert, während ich einfach den einfachsten Weg wähle. Ja, genau das ist es. Warte, ich probiere mal aus. Hä?
Dragomir, was machst du da? Die noch da? Ja. Okay, das geht nicht. Oh, nicht direkt, ne? Nein. Warte. In welche Richtung er? Oh, es geht auch. Guck mal, ich stehe in der Lava, guck mal. Hi. Ui. Wo muss man denn reinspringen, damit da, man da unten da kommt? Unten! In das Loch da. In welches Loch? Da, hier, ach da! Ah. Guck du mal lieber, wie man es am besten drehen muss. Aber ich lasse mich nochmal durchschießen. Jetzt auch noch mal rein. Nein, jetzt fliege ich drüber hinaus. Ich muss erstmal da hochkommen. Also ich bin jetzt hier. Damit. Wo bist du jetzt? Hier. Also wahrscheinlich eher noch einen Tick nach links, ne? So mehr Richtung Knick vielleicht oder so. Ich habe eine. Aber ich glaube, Frage mir sowieso schon. Ist okay. Oh, okay. Alles klar. Ja. Ich weiß aber nicht, wohin damit jetzt. Ich bleib trotzdem mal hier stehen, für den Fall, dass sie in die Lava plumpst mit dem Ding. Ui. Nicht. War aber arschknapp. Aber wir brauchen ja noch eine zweite, oder? Die haben wir schon. Ich habe schon eine geholt. Wo muss ich denn damit jetzt nochmal hin? Da hinten. Da hinten. Oh nein. Was schaffst du? Yay! Ja, also so wie es jetzt steht, kommt man wieder hoch, sollte das wegplumpsen. Okay. Ich habe mir, glaube ich, gerade den Arm gebrochen. Mein Bein ist weg. Ich bin der einbeinige Bandit. Steck dir ein Bobo drinne. Ja, einfach jetzt. Sieh mal. Hilf mich. Warte. Alter, war das ein Move. Du hast das andere Bein. Oh Gott. Lava steigt. Danke. Oh, das war das Ende. Okay, unser Fazit ist eigentlich ganz cool gewesen, finde ich. Ja, es war ganz lustig, ja. Ja, war eine angenehme Länge, war diesmal nicht ganz so kurz wie die letzten, wo wir hatten. Ja. War ein bisschen knifflig an ein paar Stellen, also ich fand's gut. Ja, war witzig. Und regte zum extremsten Nachdenken an. Ja, aber hallo. Ne, das eigentlich gar nicht gebraucht. Aber geht's dir gut? Hallo? Geht's dir gut? Ja. Hallo? Ja, klar. So. Oh. Bleib gefälligst unten, Luna! Okay. Das ist mein Genick. Getroffen. Und bam. Au, mein Arsch. Au. Ah, hilf mir! Hilf mir! Mein Halmier! Mein Arsch! Au, 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 au! Er kneift mir so doll in den Po, dass er mich so festhalten kann! Au! Das muss echt wehtun! Ich seh schon, wie deine Po-Haut sich dehnt! Ich bin nicht Ruffy, bitte hör auf! Bitte, Lo! Komm und rette mich! No. Du hältst du jetzt fest. Ist auch nicht gerade besser. Hä? Da, wo Low jetzt festhält, ist auch nicht gerade besser. Ja, jo. Gleich habe ich eine sehr ausgedehnte Lendengegend. Eine sehr überdehnte Lendengegend. Und das ganz ohne Gumm-Gumm-Frucht. Das musst du dir mal vorstellen. Du kannst fliegen. Yay.
Ui. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Level war interessant für euch. Und wir sehen uns dann, wenn es mal wieder was Neues gibt. Genau. Genau. Also, tschüss. Ansonsten sehen wir uns in den 10 Milliarden anderen Let's Plays. Tschüss. Genau. Tschüss.